Moin, liebe Sportskameraden, euer Görki hier am Start. Ich sitze hier mit vier Hühnern und zwar sind das vier des Deutschlandachters in Rudern. Von links nach rechts einmal Malte, Andreas, Felix und Richard. Und meine erste Frage an euch, wie schafft man es, sich für den Achter zu qualifizieren? Wie kommt man da rein, in die acht Auserwählten sozusagen? Ja, es gibt mehrere Qualifikationskriterien. Einmal gehen wir auf den Ruderergometer. Dort müssen wir die olympische Distanz abrudern, 2000 Meter. Ja. Es geht also darum, möglichst schnell dort zu rudern. Das ist die individuelle Leistung, die jeder nachzuweisen hat. Da gibt es noch Krafttests. Und dann geht es auf die olympische Distanz im Rudern, im Zweier. Das ist die kleinste Brustklasse bei uns. Das heißt, da fährt jeder gegen jeden dann. Haben eine Rangliste, die wir ausfahren. Und normalerweise ist es so, die vier Besten fahren dann am Ende gegeneinander. Und das Ganze geht von Oktober bis April. Dort sind die ganzen Tests, finden dort statt und dann geht es ab April, Mai geht es dann in die internationalen Aufgaben. Okay, danke. Die Konkurrenz ist ja hoch, ne? Habt ihr lange dafür gebraucht, dass ihr mal die Chance habt, auch teilzunehmen in dem Achter oder? Ja, es ist eben so eine Entwicklung, ne? Also man fängt schon meistens in den Juniorenjahren an, also mit unter 16, dann geht es in den Juniorbereich. Und dann im U23-Bereich, das ist immer so ein Aufbau. Man, klar, man braucht eben viele Trainingsjahre, um dann wirklich dieses Leistungsniveau zu erreichen. Also es geht nicht jetzt irgendwie so, man trainiert ein halbes Jahr und dann hat man diese Top-Leistung, um dann wirklich dann in die A-Mannschaft zu rudern. Okay. Es ist eben schon so, die hier sitzen, so haben mindestens alle so 5 bis 8 Trainingsjahre, mindestens. Ja. Und damit man eben dann erst dann das Trainingsmaximum oder Trainingslevel zu erreichen, ja. Das Leistungslevel. Wenn wir uns mal alle hinstellen, sieht man ganz klar, dass ich deutlich der Allerkleinste hier bin. hätte ich überhaupt eine Chance bei so einem Achter irgendwie oder ist die Größe sehr, sehr entscheidend, da überhaupt mitspielen zu dürfen? Ja, die Größe ist schon wichtig, aber man kann auch als etwas kleinerer damit rudern. Also muss halt, das Problem ist halt, dass man da nicht so gut in die Länge kommt, ja. Und die Schlaglänge schon ein großer Teil oder einen großen Teil ausmacht. Okay. Schnell vorwärts. Wenn du noch ein bisschen abnimmst, dann könnte der Steuermann was werden. Wahrscheinlich noch ein bisschen eine Ase in die Beine brechen lassen und wieder zusammenwachsen. Dann vielleicht in 5 oder 10 Jahren. Wie oft trainiert ihr denn sonst die Woche? Wie sieht es aus, so eine typische Trainingswoche? Beziehungsweise wie oft am Tag, muss man ja wahrscheinlich eher fragen. Also in der normalen Trainingszeit trainieren wir ungefähr so 12 bis 14 Mal in der Woche. Sprich, so 22 bis 25 Stunden. Im Trainingslager kann es durchaus auch noch mal mehr werden. Da geht es dann auch mal bis zu 30 Stunden, vor allem in der Olympia-Vorbereitung. Und ja, so trainingstechnisch kommt bei uns alles vor. Vom Krafttraining, vom Fahrradfahren, vom Schwimmen. Wir machen auch Aerobic, was man uns kaum zutrauen. Ja. Aber dadurch, wie man sieht, jetzt nicht unbedingt die Filigranzen sind, machen wir es auch, um so ein bisschen Körperbeherrschung, ein bisschen Rhythmusgefühl zu bekommen. Dann haben wir eine Reihe Aerobic. Okay, ich glaube, wir setzen nur mal kurz noch mal hin, sonst wird es auf Dauer peinlich hier. Ihr habt ja im Training, beziehungsweise überhaupt generell beim Rudern immer die Zugbewegung, ne? Trainiert ihr eigentlich noch mal zusätzlich irgendwie den Rücken oder gibt es da noch spezielle Übungen, die ihr für den Rücken habt? Also für die Zugbewegung zum Bewegen machen wir, Trainieren im Kraftraum jetzt speziell, machen wir so Bankziehübungen. Dann Umsetzen ist eben ganz wichtig, weil es eben so eine Ganzkörperbewegung ist. Ansonsten machen wir auch Stabilisationstraining, also klassische Sidehold oder Fronthold, irgendwie sowas, dass man wirklich dann auf dem Rücken wirklich auch den Belastungen standhält. Ja. Das ist schon wichtig. Also wir haben schon viele Probleme auch im Rückenbereich. Also es kommt eben durchweg vor, dass es eben Bandscheibenvorfälle oder sonst irgendwas ist eben schon die Häufigkeit bei uns. Ne? Weil im Rücken liegt eben schon eine ziemlich große Belastung, Dauerbelastung. Da müssen wir eben schon vorbeugen. Das ist wichtig. Ja, welche Frage ich mir stelle, ich komme aus dem Fitnessbereich, bin auch als Trainer lange aktiv. Durch diese ganzen Zugbewegungen, habt ihr da irgendwelche muskulären Disbalancen, dass ihr weniger Drückbewegungen habt, müsst ihr da im Training auch gezielt ausgleichen für die Körperhaltung? Ja, also es gibt immer einmal im Jahr, machen wir so einen Fitnesstest und da sieht man immer schon, wo die Muskeln mehr ausgebildet und wo weniger. Und dann versucht man, also kriegt man immer den Tipp oder den Hinweis, dass man da auch mal ein bisschen gegenarbeiten soll. Aber also im Training versuchen wir, gerade im Krafttraining versuchen wir schon dann immer auch die Gegenmuskeln nochmal zu beanspruchen und dann auch zu stärken. Ja, cool. Wo wir jetzt hier gerade im Fitnessraum sind, habe ich mir gedacht, vielleicht könnt ihr mir so 2, 3 typische Übungen zeigen, die ihr vielleicht in jeder Trainingseinheit mit drin habt. Genau, der neue Mann kann uns da vielleicht was zeigen. Alles klar, danke. So, der Richard macht jetzt hier die Übung vor, Max kommentiert als Experte, was zu tun ist. Sieht erstmal aus wie ein vorgebeugtes Rudern oder was hast du vor? Genau, der Experte erzählt was dazu. Ja, beim Rudern kommt es ja auch auf den Endzug an, also auf die Arme.
Wichtig ist natürlich, dass die Kraft der Arme über den Rücken übertragen wird. Deswegen kombinieren wir das. Der Richard macht praktisch Bankziehen, nur ohne Bank. Wichtig ist aber, dass man den Rücken halt wirklich gerade hält. Nicht genau 90 Grad, damit die Belastung nicht auf dem unteren Bereich ist, schon, sondern eher ein bisschen, ja, so über 90 Grad, so ungefähr 120 Grad Winkel. Und dann mit den Armen immer ruhig praktisch bis an die Brust ranziehen. Wichtig ist natürlich immer, Gewicht geht vor Ausführung. Klar. Schön die Schulterblätter hinten zusammenbringen, ne? Wahrscheinlich. Genau, Schulterblätter genau. Zusammen. Und selbst auch immer ein bisschen auf den Bizeps gucken, weil das ist ganz wichtig. Genau. Kann natürlich vorher auch noch ein bisschen einölen, damit das ein bisschen schöner aussieht, ja. Kann man alles machen. Und immer ein paar Freunde noch einladen. Ja. Genau. Die Rückenbelastung, vor allem im LWS-Bereich, ist ja relativ hoch beim Rudern. Muss man da wahrscheinlich ziemlich aufpassen, dass man da auch immer gut die Mobilität reinbekommt, ne, im Training. Ja, wichtig ist bei uns, dass einerseits man ziemlich flexibel ist, dass man auch, wenn man praktisch ganz in der Auslage ist, also die Beine angezogen hat und den Oberkörper noch vorgebracht in die Auslage, dass man entspannt sitzen kann, aber natürlich im Durchzug dann trotzdem genug Stabilität und Rumpfmuskulatur hat, um die Kraft der Beine wirklich auf die Arme zu übertragen. Ja. Und deswegen machen wir hier Kreuzheben, um einerseits die Beweglichkeit reinzubringen, aber andererseits auch immer mit einer nötigen Stabilität zu kombinieren. Es ist auch sehr, sehr viel Beinarbeit. Wenn man das vielleicht so im Fernsehen beobachtet, sieht man mehr, dass der Oberkörper, der Rücken arbeitet, aber die Beine sind ja ein riesen Anteil bei der Ruderbewegung, die da Teil hat. Ich glaube, die einzige Muskulatur, die ein bisschen vernachlässigt wird, ist die Brustmuskulatur, ne? Ja, genau. Also 80% der Kraft beim Ruder kommt aus den Beinen. Ja. Das sieht man vielleicht gar nicht so. Aber gerade deswegen ist es wichtig, dass die Rumpfmuskulatur gut ausgebildet ist, damit man die Kraft überhaupt aus Wasser übertragen kann. Ja, perfekt. Vielen Dank. Ja, Max scheint hier der große Experte im Achter zu sein. Deswegen, der Felix macht gerade die Ausführung am Kabelzug sozusagen. Das ist eine klassische Ruderbewegung. Was ist das hier zu beachten, Max? Ja, hier geht es wieder darum, Kombinationen aus Arm und Rücken. Wir haben ja schon darüber gesprochen, es ist wichtig, dass der Rücken stabil ist. Das gilt nicht nur fürs Rudern, das gilt natürlich auch für jeden anderen, weil man sitzt ja stundenlang bei der Arbeit im Büro oder zu Hause auf der Couch. Braucht man seinen Rumpfmuskeln nicht. Deswegen hier Kombination Arm-Rumpfmuskeln. Wichtig ist, die Übung immer langsam und sauber ausführen. Schulterblätter hinten zusammennehmen, genau im Endzug. Und keine Hektik, immer kontrollieren die Übung. Was mich jetzt noch interessiert beim Rudern, also nachher im Ruderboot sozusagen, hat man ja schon ein bisschen Schwung drin. Das heißt, der Rücken bleibt ja nicht unbedingt gerade. Trainiert man das auch so oder simuliert man das jetzt im Training anders, dass der Rücken generell gerade bleibt? Also im Training machen wir wenig über den Oberkörper Schwung, weil dann würde man ja praktisch die Belastung an den Armen verfälschen. Ja. Hier üben wir wirklich nur die Rumpfstabilität und die Armkraft. Für den Schwung haben wir dann das sogenannte Umsetzen. Okay, es muss aber auch trainiert werden, dass die Bewegung da ist. Das ist dann unsere Komplexübung. Okay. Und bei den Kniebeugen üben wir natürlich auch das Aufklappen. Interessant, dass man das separiert dann auch trainiert, ne? Super. Ja, Felix, ich glaube, das reicht. Danke dir. Okay, ja, dann bedanke mich recht herzlich hier bei euch und wünsche euch noch weiterhin viel Erfolg und hoffe, dass es dann mit der Goldmedaille nichts mehr klappt, dass Amsterdam, die Holländer, ne, da weiß man nie so recht, ne, wenn die Deutschen am Start sind. Alles klar. Ja. Vielen Dank und viel Erfolg euch noch. Ja, gerne.